Hallo und viele Grüße aus dem sommerlichen Berlin. Als ich hier heute Mittag aus dem Zug stieg, war das fast ein bisschen Freizeitflair. Die Menschen saßen in der Sonne, genossen ihren Kaffee und doch wartet hier in Berlin im politischen Betrieb unglaublich viel Arbeit auf uns in der vorletzten Sitzungswoche dieser Periode. Top-Thema natürlich die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Ich freue mich sehr, dass es Rainer Haseloff und seiner CDU in Sachsen-Anhalt gelungen ist, mit einem glasklaren Abgrenzungskurs zu den politischen Rändern so viel Zustimmung zu gewinnen. Insbesondere die AfD ist weder demokratisch noch regierungsfähig, noch geht sie menschlich mit sich und anderen um. Und insofern ist das die Blaupause, wie wir auch den Rückenwind für den Bundestagswahlkampf erfolgreich nutzen wollen und nutzen können. Ansonsten stehen hier innenpolitisch viele Themen noch auf der Agenda. Wir haben morgen in der Arbeitsgruppe Innen Peter Beuth, den hessischen Innenminister, zu Gast. Wir wollen noch besser die Innenpolitik von Bund und Ländern verzahnen. Insbesondere das Thema Sicherheit im weiteren Sinne steht da immer ganz oben auf der Agenda. Aber auch das Thema Fluchtursachen und Fluchtursachenbekämpfung beschäftigt uns nach wie vor, gerade in Zeiten, in denen der Migrationsdruck zunimmt. Wir wollen Perspektiven in den Herkunftsländern, aber auch eine glasklare Trennung zwischen Fachkräftezuwanderung und Asyl und Schutz von bedürftigen Personen auf der anderen Seite. Die Herausforderung ist groß. Wir wollen sie angehen und nicht die Augen vor den Herausforderungen verschließen. Ansonsten stehen über 30 Gesetze in zweiter, dritter Lesung an im Parlament. Das heißt zur Schlussberatung und Schlussabstimmung. Prominent dabei das sogenannte Lieferkettengesetz. Ja, wir wollen gute und verbindliche Menschenrechtsstandards setzen, aber wir wollen auch der von Corona extrem gebeutelten deutschen Wirtschaft, die immerhin für Aufschwung und Arbeitsplätze auch weiterhin sorgen soll, nicht die Luft zum Atmen nehmen. Und wir glauben, wir haben einen guten, tragfähigen und sehr klugen Kompromiss hier geschlossen. Gleiches gilt auch für das zur Abstimmung stehende Bundesnaturschutzgesetz. Das Insektenschutzgesetz hat die Gemüter erregt. Uns als Union war wichtig, die guten Kooperationsmodelle, von denen ich ganz viele auch gesehen, erlebt und besucht habe im Wahlkreis, die nicht zu gefährden. Ich glaube, wir glauben, Naturschutz, Insektenschutz geht nur gemeinsam mit Flächeneigentümern. Und da gibt es ganz viele tolle Modelle, wo das gut läuft und wie das gut läuft. Und da, wo wir weitere Flächen benötigen und die zur Verfügung gestellt werden, war uns wichtig, auch für entsprechende Entschädigungen zu sorgen. Das ist gelungen. Und so glauben wir auch hier, dass wir einen guten und ja, nachahmenswerten Kompromiss hier geschlossen haben mit dem Koalitionspartner. Ansonsten beschäftigt uns die Frage der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die war ja Grundlage für ganz viele Corona-Maßnahmen. Beispielsweise die Maskenpflicht rührte aus dieser Feststellung und dem darauf basierenden Infektionsschutzgesetz, heillos umstritten und streitig ausgefochten. Das geht weiter. Die Frage, brauchen wir eine Feststellung der entsprechenden Lage von nationaler Tragweite auch weiterhin oder nicht. Hart wird gerungen. Letzten Endes geht es darum, wie sorgen wir für die Zukunft vor. Was aber auch ganz klar ist, es geht hier um Grundrechte, die sind kein Privileg, sondern stehen jedem zu Freiheit ganz zuvorderst. Und dafür setzen wir uns ein, Belastungen zu minimieren, aber gleichzeitig auch Vorsorge für Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Eine intensive, eine herausfordernde und spannende Sitzungswoche steht an. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch und Ihnen, insbesondere in der nächsten Woche, dann wieder im Wahlkreis. Und bis dahin bleiben Sie, bleibt ihr alle gesund. Viele Grüße.